Angefangen habe ich, also vor vielen, vielen Jahren angefangen zu malen und habe dann die Idee gehabt, Even Hands Can See, das war in Amerika, in Florida, und habe dann den örtlichen Blindenverein eingeladen, weil das dreidimensional ist und die kann man wirklich anfassen. Die ist auch von der Oberfläche so, dass sie nicht beschädigt werden dadurch. Und der Blinde muss durch das Tasten sektionsmäßig diese Bilder erfüllen und baut dann das Bild in seinem Gehirn auf. Fand ich von Anfang an eine sehr interessante Geschichte, Kunst, Bilder zu ertasten und auch mit Sehenden dann darüber zu sprechen, fand ich immer sehr interessant, weil es eine sehr unterschiedliche Art der Kunstwahrnehmung ist, ob man jetzt ein Bild fühlt oder sieht. Und ja, letztlich ergeben sich bei Horst Müller, ergibt sich ein Gesamtverständnis seiner Bilder eigentlich am ehesten, wenn sich ein Blinder mit einem sehenden Menschen darüber unterhält. Es ist in der Tat eine ganz andere Wahrnehmung. Also ein sehender Mensch guckt auf das Bild und hat gleich einen Gesamteindruck, weil sehende Menschen das Bild als Ganzes mit einem Blick erfassen können. Wenn man jetzt fühlt, dann kann man ein Bild nur Stück für Stück kennenlernen. Also haptische Wahrnehmung, eben mit den Händen wahrzunehmen, weil man kann eben nur einen begrenzten Ausschnitt ertasten. Und fügt dann sozusagen Stück für Stück ein Gesamtbild im Kopf zusammen. Ich habe jetzt mehrere kleine Workshops auch in Deutschland gemacht und nächstes Jahr sind schon 5 Termine, wo man mich eingebucht hat. Wir arbeiten in dem Fall jetzt auf Sperrholz. Ich gebe Ihnen mal ein Stück. Da kommt jetzt ein guter Klacks drauf. Vorher muss ich ein Gefühl dafür bekommen, wie groß ist die Fläche überhaupt, die ich da habe. So. Und dann weiß ich schon mal ungefähr, wie viel Platz ich füllen kann. Ich gehe also richtig so rein und verteile das und mache jetzt Muster, ob das so Schnecken sind oder Treppen oder so. Und oh, es hat ein bisschen was von, ja, weiß ich auch nicht, Sandkiste spielen. Ja, oder Kuchenteig, ja, das ist auch gut. Das ist ein besonderes Erlebnis, selber Kunst zu machen, selber Bilder zu machen, weil ich als blinder Mensch Bilder, das ist ja erstmal eigentlich ein Widerspruch, aber dadurch, dass es eben ja, Struktur hat, die ich habe fühlen können, ja, konnte ich eben selber ein bisschen Kunst machen, üben. Ja, das macht Spaß. Für mich ist das nun meine Erfüllung. Ich gebe der Gesellschaft etwas wieder zurück, insbesondere eben behinderten Menschen, dass die etwas tun können, wo sich eigentlich gar keiner so richtig drum gekümmert hat. Und wenn man sieht, wenn ein blinder Mensch vor meinen Bildern steht in einer Galerie und er steht dann einmal ein DIN A4 großes Bild und er steht für 10 Minuten und er tastet das Bild. Und wenn dann dieser Blinde, wenn man den anspricht, was ich öfter getan habe oder tue, und dann sagt plötzlich so ein absolut blinder Mensch, sagt, das finde ich so toll, dass ich das anfassen kann. Und soll ich immer was sagen? Ich habe ein Lieblingsbild. Das war so eine Galerie, wo 20, 30 Bilder hängen. Aber dann kommen einem fast die Tränen, weil einem damit einmal bewusst wird, dass diese Menschen ja genauso fühlen und sehen in Anführungsstrichen, wie wir. Und die Chance. Das ist das Schöne, was man damit machen kann. Dies gibt mir einen Seelenfrieden.